Zehntausende muslimische Gläubige treffen sich auf dem Flugplatz in Mendig zur Yalsa Salana, also dem jährlichen Treffen der deutschen Ahmadiyya-Gemeinde. Es ist die größte muslimische Versammlung in Europa, vergleichbar mit einem Kirchentag. Das Treffen dauert 3 Tage. Die Zeltstadt in Mendig ist zweigeteilt. Männer und Frauen bleiben jeweils unter sich. Abdullah Uwe Wageshauser ist der Ahmadiyya-Bundesvorsitzende in Deutschland. Der Begriff wird einfach missbraucht. Die Scharia ist ein Glaubensgesetz, wo alles drin ist, die Kleidung, das Essen. Also es ist einfach der Glaubenskodex der Gläubigen. Und uns sagt die Scharia, dass in dem Land, in dem wir leben, unter dessen wohlbehüteten Dach wir leben, dass wir diesem Land gegenüber loyal zu sein haben. Also wir müssen gute Demokraten sein. An 3 Tagen beten die Gläubigen zusammen. Es gibt Lesungen aus dem Koran und Vorträge. In diesem Jahr fehlt allerdings der Kalif der Gemeinde. Dieser hatte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die meisten Gläubigen kommen aus Deutschland nach Mendig. Die Veranstaltung ist für die Besucher auch ein Wiedersehen mit vielen Freunden und Verwandten. الحمد لله رب العالمين.